So, wir gucken uns das Video an. Und zwar krankes Songraten-Ratten-Battle eskaliert. Philoff versus Rivinside versus Rezzo. Gucken wir mal, ich werde jeden Song erkennen. Wo ist mein Buzzer? Falsch? So. Außer dass irgendwie sowas neumodernes Cloud-Rap, Deutsch-Rap-mäßiges, dann kenne ich es nicht. Aber ich kenne alles, was so alt ist wie ich. Eigentlich wollte ich mit Philo und Revi einfach nur eine Runde Songs raten aufnehmen, aber irgendwie wurde die ganze Zeit so rumgecheatet. Es wurde manipuliert. Das ist mein Geld, das kriegst du jetzt für Punkte. Konstant wurden Regeln verändert. Das ist eine verwirrte Müllshow, Bro, was ist das für ein Scheiß? Teilweise wurde es sogar so ein bisschen körperlich. Egal. Ja gut, Philo hat so viele kleine Fäuste, das tut nicht weh. Schaut einfach selber. Mach den Mund auf, ich will dein Würgereck wegtesten. Kannst nicht einfach, wenn ich gebuzzert habe, kannst nicht, wenn ich gebuzzert habe, reinreden. Mach den Mund auf, ich will einmal dein Würgereck wegtesten. Ich hab voll den heftigen Würgereck hier. Einmal testen. Ich sag's wie es ist, ne, diese ganzen Versager, alle drei, wie sie da sitzen, die würde ich alle in diesem Songbattle komplett wegklatschen. Die könnten mir den Mund knebeln, die Hände und Füße an die Decke nageln. Ich würde die immer noch besiegen. Wir machen heute Songsraten. Wir haben hier vor uns drei Buzzer. Das ist dieser Buzzer und einmal der und einmal der. Wow. Der Ole, das ist der Ole. Ole. Der spielt gleich. Ole. 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 Der macht Songs, Play und dann müssen wir raten. Wir machen Songs, Songs raten, Digga, das muss doch nicht. Raten. Was? Ach so. Ja, krass. Ja. Lisa ist der Joker. Wenn man nicht weiter weiß, kann man einfach sagen Lisa und dann muss sie sagen. Es gibt tausend... Gutes Bild, gut ausgeschnitten, stark. Tausend Arten, jetzt Nein zu sagen. Aber die Frage ist, hätte ich die Wahl gehabt, Nein zu sagen? Na gut, fangen wir an. Ole. Bin ich für die erste Runde? Ja, alles klar. Ja. Ja. Okay. Auf geht's, komm. Queen, Another One Bites the Dust. Dankeschön. Von Queen! Minuspunkte, weil mein Buzzer war ja zu. Los, schlagt euch, komm! Bei Philo ist egal, der hat noch Milchzähne, der kann ein paar verlieren. Ich hab das Gefühl, Ole, du machst das unfair. Nö. Wir laufen im Takt mit dem Waffen. Ja, irgend so ein Shirin David, was weiß ich denn hier? Scheiße. Auch beide Pro von Shirin David. Ja, Instant Replay bitte wieder. Einmal bitte. Du hast nichts gesagt, Ole, du musst nicht nur drücken. Natürlich. Du musst doch reden, du musst warten, bis ich rede. Hey, du musst. Ole, das sind meine Punkte. Er hat nicht geredet. Ist ja locked in. Bro, wir sind ja nicht bei 20, wie gewinnt der Stärkste. Halt deine Fresse jetzt. Das sind meine Punkte. Nächste. Jeder guten Quizshow ist es locked in. Es ist keine gute Quizshow. Wir sitzen hier in einem verdreckten Hotel. Es ist keine gute Quizshow. Zimmer, wo alles vollgespritzt ist von. Okay, Ole muss bestimmen, wie lange man das Zeit hat. Ich hab's doch gesagt, Ole. Ich hab's ja gesagt. Also hab ich die Punkte, Ole, richtig? Ja? Mach mal nur einen Buzzer, dass ihr euch um einen Buzzer kloppt. Nur den Song oder auch den Interpret? Es geht für beides Punkte. Okay, ach so, du bist so flexibel mit Punkten. Assi, Digga, dann ist auf jeden Fall Baby No Money. Ja, das hätte ich jetzt auch sagen können. Hättest du gar nicht sagen können. Ich werde dich erwürgen, bis deine Augen aus deinem scheiß Kopf platzen. Halt deine Fresse. Drück doch einfach mal ganz kurz auf die Stopptaste. Aber ich dachte auch, man muss beides sagen. Ole, warum erklärst du denn nicht das Spiel? Ole, Alter, ich komme gleich da rüber. Ich komme da gerne auf euch zu. Also, ihr kriegt für Interpretentitel. Ich komme gerne auf euch zu. Ich glaube, Ole hat gerade gemerkt, dass wenn die drei sich verbünden, ist er komplett gefickt. So, weil die aktuell ist Oles Vorteil, dass die sich untereinander gegenseitig würgen wollen. Aber wenn die alle drei merken, dass Ole das Problem ist, dann hat er keine Chance. Und für Features ein Punkt. Auch so, wenn man so Trivia-Wissen hat. Ey, das Cover ist gelb. Für alles das Cover ist gelb. Das, sogar das hast du falsch gerade gemacht. Nächstes Lied, Ole. Ey, seid ihr schon hier mit der Hand? Klar, warum nicht? Okay. Bist du ihr Tabaklatte? Ja gut, wir reden hier. Ich dachte, es geht hier um Musik. Na. So, nämlich. Soll mal das ADHS mal wieder runterfahren, ein bisschen? Es ist schwer, sich zu kontrollieren. Bleib ruhig. So, du magst es doch auch. Deichkind mit leider geil. Jetzt musst du was sagen, du Arschloch. Das ist Deichkind. Geil. Ah. Ey, warum darf man jetzt zwischenbuzzern? Los, Rezo, hau ihm eine runter. Gute geteilt, ist auch doch. Ja, ist doch was Schönes hier. Wir machen Geschäfte.
Ich war mal in einem Musikvideo von Deichkind. Wirklich? Wie hieß denn das, wo ich ein Musikvideo war, Lisa? Hey, da habe ich extra so eine Szene aufgenommen. Da ist dann jemand mit einer Maske, mit einer Rezo-Maske und zieht die so ab und dann ist das einer von Deichkind. Bro, das ist echt crazy. Ist keiner danach gefragt, wenn du es einfach erzählt hast. Nächste. Wir plötzlich das war doch Trivia gewesen. Es gibt Extrapunkte. Ach, Digga. Ich bin nicht 14 und depressiv, was ist das? Ist überhaupt kein Hate. Liebe macht Knacks. Aber die Demografie ist schon klar, ne? Also, Liebe tut weh. Ich spiele nochmal weiter ab, ja? Vielleicht kommt ihr dann drauf. Hört nochmal genau auf die Stimme. Wie ist es nicht, Eiliver? Gestern hattest du noch jemand besseren. Oh. Ja, das ist alles so eine Heuli-Heuli-Chartmusik, ne? Das ist, wann kommt die Sonne wieder in mein Leben? Wann geht der Regen? Das ist irgendjemand vor Jahren mal für 10 Euro einen Songtext geschrieben und jetzt hat irgendwie Warner Brother Music oder so, klebt es jetzt an so eine Annette Louisiane dran oder sowas. Oh mein Gott, das ist Julia Beautix. Oh mein Gott, erkennst du sie? Ah, Julia Beautix, die mag ich. Nicht? Ja. Du hast sie nicht erkannt, Revi? Das ist crazy. Das ist ja eklig. Nein. Wieso sind die zusammen? Oder weshalb kennt er das nicht? Du. Ich bin krass, ne? Ich hab sie erkannt. Doch, ich hab's jetzt wohl erkannt. Mach nochmal. Nachdem ich's gesagt habe, oder was? Julia Beautix. Welcher Song? Die Liebe ist schmerzhaft, leider. Nein. Nein, warte. Glücklich allein. Es gibt nicht so viele. Nein, ist nicht glücklich allein. Es ist Ego. Es ist Ego. Das ist krass. Krass. Sogar im zweiten Anlauf hat das versaut. Es ist Julia Beautix mit Ego. Komm mal. Komm, seid ihr jetzt kommt doch zu mir oder was? Was wollt ihr denn, ihr Versager? Ihr alle drei. Ihr zwei von euch sind Veganer, das weiß ich. Ihr habt keine Macht. Ihr, eure kleinen Sojaärmchen, die reißt ihr auseinander. Und Revi ist wahrscheinlich hat keinen Bock, der kommt gar nicht erst. Guck mal, wer von uns beiden kennt Julia besser? Du? Scheinbar. Nächste Runde. Weiß ich kenne dich auch länger als ich. Verstehe das. Das weißt du doch gar nicht. Da sitzen Trikes und die junge Männer und SC Happy in sowas komisches statt Arbeit zu gehen. Und du und der Kätzern auch nicht besser. Seid doch mal bei der UKTIV und helft der Wirtschaft mit einem Arsch an die Wand zu kommen. Die Format macht all der Jugendliche so faul, aber dann halt a, weil ihr mal 12 Stunden schaffe im ÖSSD. Widerlich. Stark, danke, Hofner. Gar nicht. Doch, ich kenne sie. Du weißt doch gar nicht, wie lange wir es kennen. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich hau gleich deinen Kopf auf den Tisch. Werd ihr ready für eine Special-Runde? Ja. Nein. Immer. Komm drauf an, was das bedeutet. Ich bin immer bereit. Alle ziehen erstmal zur Entspannung eine kleine Line, würde ich vorschlagen. Damit die Stimmung auch mal wieder ein bisschen geerdet wird, gibt es jetzt erstmal eine Runde Koki für alle. Nach Hause. Das heißt, dass wir einen Song genommen haben, die Lyrics davon, und durch eine AI in ein anderes Genre gepackt haben. Ach so, ja. Ich gette. Weißt du noch, als wir am Meer waren? Baby, das ist Juju und Henning Mai mit Vermissen. Das ist richtig. Krass. Ja gut, Henning Mai erkennt man halt auch einfach nur an diesem... Sie kann man hier so vermissen. Wie kannst du das? Ja. Nintendo Wii Theme. Ja. Das ist doch kein Lied! Dann ist aber falsch. Ja, genau. So, das ist hier nämlich Wii Sports Lobby ist das nämlich. Was denn? Wii U Theme? Nee, hey, es ist Mii vom Mii Channel. Oh, Bro. Oh, er hat recht. Ich hab recht. Recht, es ist nicht Nintendo Wii. Genau, es ist wenn du jetzt bei Google eingibst Nintendo Wii U Theme, kommt dieser Song. Nein. Jetzt halt dann. Nein, das ist Mii. Ja, er hat völlig recht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habe ich dich nicht schon begrüßt, Rob? Ansonsten begrüße ich dich nochmal. Hallo, Rob. Das ist Gewalt gewesen. Ja, kennt ihr diese Hammer, wo aber nur Luft drin ist, die so quietschen, wenn man wo draufhaut? So ist es, wenn Philo einschlägt. Ist man so. Das tut gar nicht weh. Hey, vorbei. Hier wieder Friede. Jeder einen Punkt? Ja, wir machen ohne Buzzer. Tape mal den Buzzer fest, sonst schlagen die sich damit. Ich hätte einfach die Gelegenheit genutzt, um Rezo zu knebeln. Nicht, weil ich will, dass er die Klappe hält, sondern weil ich das einfach cool finde, Menschen mit Klebeband zu fixieren. Auf eine erotische Art und Weise. So, ich tape den jetzt fest. Okay, den nimmt jetzt keiner mehr mit. Okay. Der bleibt da, wo es ist und es wird sich hier nichts rütteln. Das ist Julia Beautix mit Sommer, Sonne, Traurigkeit.
Du musst jetzt, du musst, Lisa, du musst, spiel nochmal ab. Kannst auch länger für Lisa machen. Ist Lisa im Bild? Hello there. Ja. Okay, Lisa. Keine Ahnung. Mach mal länger. Mach mal eine Frau oder so. Ja, es ist von BTS, es ist von BTS. Und ich glaube... Mach mal weiter. Like Dynamite. Ja, ist das? Dynamite. Ich habe einen halben Punkt. Ich finde jeder Punkt bei mir. Julia Beautics Dynamite. Zusammengelöst. Also ich finde, Lisa hat relativ wenig. Hey, du hast weder BTS gesagt noch Dynamite. Du warst beim Team Effort nicht dabei. Vielleicht doch nicht so ein guter Joker. Was hast du vor? 10:12 Ja. Tja. Heinz, danke. Ach, geil. Wie damals in Aachen auf der Party. Findest du es geil? Findest du es ein bisschen geil? Auch schon geil. Wirk ihn dabei. Entschuldigung. Was? Von dir. Ach so, come on. Als hätten wir diese Energy nicht. Doch, wir haben diese Energy nicht. Ich will nach Hause. Ja. Ich will nicht mehr hier sein. Nächste Runde. Lisa! Ja, Lisa, warum? Oh, ich nehme sie. Ja, mit welchem Song? Junge, Taylor Swift? Ja gut, ich kenne halt nur Musik, die so alt ist wie ich, nämlich so 3000 Jahre. Ich höre halt keinen Taylor Swift. Bin halt nicht in einem scheiß Kult. Taylor Swift war klar. Nein, warte. Der Song hat ein Feature. Ist es mit Florence? Dieser hat's richtig. Oh, Florence and the Machine ist aber geil. Twitch Prime ist kostenlos. Wie heißt der Post Malone Song? Also ich bin der Joker. Keine Ahnung. Ja, aber du bist der Joker für mich gerade. Nee. Taylor Swift. Taylor Swift mit Airplane. Fortnite. Ja. Der Song heißt Fortnite? Ja, die ist voll Fan. Dankeschön, Lisa. Ich hab das Gefühl, ich hab noch keinen Punkt gemacht. Du kommst mir nur so vor. Also Ole, kann es auch sein, dass ich einfach, also dass wenn ich jetzt zum Beispiel was richtig habe, dass du mir auch vielleicht mehr Punkte als nur einen dann gibst, oder? Wenn du deinen Job behalten willst, meint er damit. So eine Jobsicherheit ist Ole, ja auch was wichtig ist. Ole, wie wichtig ist dir das Verbleiben deiner Familie? Also Abmahnungen können ja schnell passieren. Also ja. Ich sag ja nur, jeder macht Fehler. Oder jeder macht Fehler. Ja. Ich bin auch noch in der Probezeit, ne? Ja, oh, das ist schlecht. Also gut für Rezo. Probezeit? Ich bin noch Probezeit. Ole. So krass, dass du das so witzig machst, aber irgendwann wird das vor Gericht als Beweis gegen dich gespielt. Ja, das stimmt. Also wer auch immer das geschnitten hat. Ne? Da hat jemand auch richtig Bock gehabt bei der Arbeit. Gefällt mir. Ole, gib uns den nächsten. Ole, play it. Ole. Wir haben wieder eine Special-Runde, wieder ein AI-Song. Special-Runde. Okay, es ist Julia Beautics mit Quake 3. Ole! Von einer, die ihr kennt, und sie lebt in der Glotze auf weißem Pergament. Sie lebt in der Glotze? Die Sendung mit der Maus? Ist das die Sendung mit der Maus? Ja, ne? Ja. War auch meine erste. Habe ich zuerst gesagt, Rezo. Interpretation, ja. Wer meine Punkte. Stefan Raab. Raab. Krass. Boah, easy Punkte. Daran merkt man, wie alt ich bin, dass ich sowas kenne. Das hat sogar 3 Punkte jetzt gegeben, oder, Ole? Bisschen ja. Frech von Ole, gerade. Es flackert das Licht. Alter, nein! Strubbelpop, die Herz von Nena. Hey, Digga. Ja gut, Respekt vor Philo verloren, dafür, dass er Nena hört. Also, wenn jetzt... Ich glaube, wenn ihr die nächsten Tage irgendwie hört, dass Philo beim Starten seines Fahrzeugs irgendwie in die Luft geflogen ist, ich war's nicht. Hoppala, was heißt denn hier falsch? Wärst du nicht krank, ich würde es mit dir rummachen gerade. Tja, das macht mich so geil. Warum nicht mit mir? Doch, tja, hey, ich hab ja nicht. Das eine schließt das andere nicht aus. Okay, gut. Ich war mit Rezo im Hotel. Was habt ihr da gemacht? Möchte ich mich nicht zu äußern hier, dann frage ich auch nicht nach. Guck mal, siehst du da an meinem Nachttisch steht einfach so eine Tube Mayo, ne? Ist das Lightgear oder Mayo? Das ist literally Mayo. Auf der Spotify-Party gab's das zum Mitnehmen. Ja, stimmt. Ja. Mayo. Ketchup und Mayo. Boah, du schmierst dich damit ein, du krankes Schwein. Manchmal. Du liebst es, dich mit Eigelb zu berühren. Aber es ist auch geil, es glitscht so schön. Da ist ja kein Eigelb drin. Hey, mach ganz schnell, ich kann das nicht mehr hören. Nächster kommt, rückwärts. Das ist mein Song, Glad You Came von Revi. Woher weiß ich's? Der läuft die ganze Zeit rückwärts in meinem Kopf. Gut, nächste Folge. Dachte mir damals. Lizardmann von Revi, klar. Ach komm, hör auf. Ich dachte, wir reden hier über Musik. Zu dem Song hast du den ersten Mal, ich weiß es. Das ist auch das komm, ist jetzt mal mehr Revi.
Songs oder was? Komm, ich fühle mich langsam so wie jemand, der so bei so einem Scheunenfest, so Mitte 50 irgendwie so Smoke on the Water auf einmal hört, dass der Alleinunterhalt auf seiner Orgel das spielt. Und dann bin ich so hier gesagt, so, jetzt muss ich aber hier nochmal hier den Jungen zeigen, wie Opa hier noch die Tanzfläche rockt. Und dann spiele ich so Luftgitarre mit meiner ollen, vergilbten, verschmierten Lederjacke und um mich rum so andere Mit-50er, die das auch fühlen. Alle Revi-Songs, die ihr jemals gemacht habt? Natürlich, das ist ein kleines Special. Ja. Folgt mir auf Spotify. Und Felix auch, du machst Musik? Was machst du hier, mein Hase? Lisa, bist du bereit? Nee. Ich mach jetzt nämlich den Joker zu dir. Ich werde das mit Absicht. Egal, was passiert. Du bist so gemein heute. Ja, ne? Ja. Ara, Rechtsschutz, hol dir eine. Ja, okay. Gut. Du wirst, dein Arsch wird verklagt. Immer rufen die Kunden. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Summer Jam. Nein, tamam, weiß ich. Du hast gar nichts gesagt. Nein, ich hab... Los, wirk ihn. Ich hab Lisa... Wirk ihn. Summer Jam und Kevin, tamam, tamam. Ja, weiß man doch, dass das tamam, tamam ist. Das war doch jetzt... Du hast deinen Würgereflex. Mach den Mund auf, ich will deinen Würgereflex testen. Kannst ja, wirk ihn. Nein, wieso schaff ich dir? Wenn ich gebuzzert habe, Papa. Ich bin krank, bei mir ist doof, dann wirst du dich anstecken. Nein, dann mach ich nicht. Dann machen das nur zeitgleich. Verpiss dich. Wir machen das nur zeitgleich. Nee, dann ist doof. Ist wie früher mit Mama und Papa, ne? Deal. Kartoffel auch gut und Opere. Gratin auf die 7. An die Tanzfläche rocken? Wir haben die richtige Ausrüstung dafür. Rein Metall. Wow. Dankeschön. Was ist das für ein Song? Kenne ich nicht. Ist irgend so ein Malle-Ding bestimmt. Ist das jetzt Knossi? Das ist Ecke Hüftgold wieder. Ja. Wenn ich sage, ist ein Malle-Song, ist nicht falsch. Punkte für mich. Malle Kartoffeln auf die 1. Kartoffeln auf die 1. Irgendwie so, so, ne? Musik ist so scheiße. Stimmt. Oder es gibt doch nicht wirklich einen Song, der heißt normale Kartoffeln auf die 1. Ist doch nicht euer scheiß Ernst. Das ist doch ein Fucked-up-Wettbewerb. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen oder was? Ich denke, wir reden hier von Musik, nicht von Icke Hüftgold. Das stimmt das wirklich? Weil ich hab's mir komplett ausgedacht. Stimmt das wirklich? Titel ist richtig. Das stimmt. Kartoffeln auf die 1? Wen gibt's noch? Hermann Göring ist falsch. Ja, Hermann, ja. Das ist kein Mannes da, der oder? Der war das nicht. Das ist kein Mannes da. Es wäre jetzt auch ein Punkt, wenn... SS wer? Oh, SS wer? Warte. Ole! Ole! Also, wir müssen jetzt wieder einlenken, ne? Es wäre ein Punkt für euch, wenn ihr wisst, auf welchen Fußballer das überhaupt basiert. Florian Wirtz, klar? Ja, doch. Das war die TikTok-Demmer. Was war das denn hier gerade? Es hatte wieder so einen Touch. Ja, es war schon wieder. Da kamen wir gerade wieder hoch. Ich weiß den alles. Oh, wir werden gecancelt. Der nächste Song ist rückwärts. Oh, es warm jetzt, ne? Langsam, ja? Ja. Ich glaube, Revi steckt uns einfach gerade das so. Das war neben das Glied. Ja? Ich glaube auch, dass Revi tatsächlich schwere Bakterien in die Gruppe getragen hat. Ja. Rabababa von Bodo Wartke. Barbaras Rabababa? Ja. Von Bodo Wartke und Marti Fischer. Krass. Fühle ich übrigens gar nicht die Nummer, ne? Also dieses ganze Rabababa-Ding da zu 0%. Hätte ich auch gewusst. Guck mal, so kann man aus deinen Schlappen voll einen kompletten Schuh machen, weißt du? Und schon ist ready für die große Wanderung. Danke. Ich finde, es sieht hot aus. Ich möchte ein bisschen dran zacken. An dem Ding hier? An dem Bro, wie kannst du wirklich alles, was hier in diesem Raum ist, realisieren? Wie geht das? Ich hab das. Bro, nein, irgendwas ist mit dir. Ich hab, du siehst etwas, was du sagst, ich will es in den Mund nehmen. Ich finde, zacken ist ja nichts. Hä? Jemand in den Fuß zu zacken ist nichts Sexuelles? Ich hab nicht Fuß gesagt. You wanna put him in your mouth. Bist du bereit? Klar, immer. Okay. Keine Zeit. Ich würde den Schlappen auch benutzen, um die damit zu schlagen. Wenn ich's wüsste, würde ich erstmal prinzipiell Revi einen auf den Deckel geben, damit er abgelenkt ist. Über Grenze durch die Alpen, hör drei Fragezeichen. Und die Landschaft. Pascha nehmen. Jetzt hab ich's. KF Löwenkind. Falsch gedacht, du alte War das Sommer? Julia Butix mit Sommersonne-Depression. Gewitter? Nein! Pascha nimmt Mittelmeer. Und mal wieder teilen wir uns die Punkte und der Idiot hat gerade es bekommen. Hey, warum? Ich hab doch Pascha nimmt gesagt. Oh, du kleiner Huhn. Du kriegst ja nichts an Punkten. Take on Me von Aha.
Ja, wer bekommt doch gar nichts. Ich hab ihn abgeworben. Ich hab ihn abgeworben. Er hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben, als du dich hingeguckt hast, du Bast. Zahlst du mehr? Natürlich. Nein, du zahlst immer nur Mindestlohn. Das weiß ich doch. Aber du zahlst unter Mindestlohn, du Fotzer. 20 Stunden mit Mindestlohn, aber er macht 40. Philo hat keinen Bock mehr. Philo will nach Hause. Paw Patrol läuft bald. Gib ihm Zeit. Kannst ihm kurz, er braucht das kurz, um wieder zu rechargen, um einfach wieder ein bisschen Energie zu bekommen. Das ist auch wichtig. Gen Z halt, ne? Ja, ja. Scheiß iPad-Kid. Erstmal ein bisschen Subway-Surfer. Lass ihn. Das sind die Kids, die brauchen das. Ja. Die jungen Leute brauchen das manchmal so. Du kannst auch, ich habe mit einem Lehrer mich unterhalten neulich, das ist immer so in der Klasse, alle. Philo guckt jetzt einfach 2 Stunden lang, wie Seife geschnitten wird. Alle, sonst kannst du kein Mathe machen. Willst du vapen, Felix? Was? Willst du vapen? Nächster Song, Ole. Kommt. Jetzt komme ich erst nicht in Fahrt. Dua Lipa. Dua Lipa. Dua Lipa. Mehr weiß ich nicht. Season's over. Das davor. Training Season's over. Ohne das letzte. Training Season. Training Season. Seasons. Das gibt Taylor Swift Airplane. 10 Punkte. 10? Vielleicht auch 5. 10? The Müllshow, Bro. Was ist das für ein Scheiß? Das ist dein Job, du Versager. Hier wird alles so torpediert. Ich merke das schon richtig. Ich habe mich hier gefreut auf so eine richtig... Das ist richtig doller Käse. Das Ding ist, man sieht es nicht hinter der Kamera, aber es sind hier noch mehr Leute, als ihr schon wisst. Es sind da noch 2 weitere und da hinten auch noch welche. In meinem Bett habe ich auch noch 2. Hallo. Es riecht richtig doll an einem ungewaschenen Schwanz hier irgendwie. Ja, aber es gibt auch nicht mehr Fenster als das, ne? Also das ist Maximum von Luft, was wir... Bah, Bro, das bist wirklich du. Wow. Das ist wirklich ekelhaft. Da war doch keine Sätze. Das ist krank, Digga. Das ist locker ein Zentimeter Käse. Das ist krass. Kannst du den so richtig abschaben? Ole. Ah ja, ich sag's ja aber nicht. Ja, das ist alles keine Musik, ne? Da bin ich bin jetzt einfach alt und gatekeepe das und sage, hier geht's gar nicht um Musik, sondern hier ist einfach nur so jugendliches Geschrei die ganze Zeit. Hä? In der Ghetto? Ja. Von Skrillex. Richtig. Ich wusste es, aber ich sag's nicht. Ja, cool. Das hättest du wissen müssen. Ich hab doch gerade gesagt, DJ! Los, jetzt wirklich, ja, oh, genau, jetzt. Los, Rezo, werd ich. Drecksau. Okay. Hat er gesagt, ich weiß es, aber ich... Guck mal, er hält... Oh, ach Quatsch, das hast du nicht gesagt. Wer hat dir erlaubt zu reden? Wo ist mein Mike? Gib mir deine Eier. Wo ist mein Mike? Wo ist denn dein Mike? Mach das jetzt nicht... Oh nein! Oh mein Gott! Das ist geisteskrank, das kommt aus seinem Bauch. Das kommt von Nein, warte! Das ist Lisas Haare, weil Lisas Haare sind überall. Und jetzt fragt ihr euch, warum sind Lisas Haare in deinem Bauch? In deinem Bauchnabel? Gefängnis! Aus für mich. Ist das so richtig? Ich will das nicht hier oben dran machen, sonst klimpert das. Komm her, warte. Ich mach das schön still. Ah. Ey, dass die sich noch nicht gegenseitig versucht haben, aus diesem Fenster rauszuwerfen. Kann man's hören? Hört man mich? Du nicht, aber Hakon halt, weil Shapiro genau solche Takes macht. Prinzipiell mache ich immer die gleichen Takes wie Ben Shapiro. Wir sind uns da sehr ähnlich. Und deshalb ist das auch von mir pure Absicht, dass ich das... Houdini. Das war ganz eindeutig gleichzeitig. Hä? Oder wollt ihr einfach beide Punkte? Ja, ich auch. Ja, okay. Kann ich auch einen halben? Was ist das für eine Frage? Ja, danke. Bitte. Gerade bei dem Video bin ich sehr ernst unterwegs. Gegen mich auch, glaube ich. Ole? Alle hier in diesem Zimmer. Er hat dir schon extra Punkte gegeben. Ich habe gerade auch noch mal einen halben bekommen. Weil ich nicht gefragt habe. Wow, geil. Nächster Song ist wieder rückwärts. Tokyo Hotel durch den Monsun. Durch den Monsun von Tokyo Hotel. Feature sind Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, alles Punkte. Gustav und Georg, alles Punkte. Ja, kommen auch aus Magdeburg, leben mittlerweile in Los Angeles. Tom ist mit Heidi Klum verheiratet.
Bill wahrscheinlich mit Mark Eggers zusammen. Außerdem hat Bill einen Daumen, genau wie sein Zwillingsbruder Tom, der hat auch zwei Daumen sogar. 8 Punkte. Wie heißt Gustav mit Nachnamen? Ganz. Gustav. Hey, hey, hey. Wieso nimmst du das denn nicht? Dann gibt man dir einmal einen Vorteil. Gib doch mal. Ole, hier, Geld. Das ist mein Geld, das kriegst du jetzt für Punkte. Ole, für einen Fünfer, 5 Punkte. Ole, hier. Ole, für einen Fuffi kriegst du noch ein bisschen mehr. 40 dafür, das Geld, du kleines. 70 Euro und ein Punkt. Ist das Köbbels? Ist das Köbbels? Frank Sinatra, keine Ahnung. Ja, okay. Wer soll sonst gewesen sein? That's life. Das ist nicht Jeff, das ist, Gott, wie heißt das? Ist nicht Frank Sinatra, oder? Aber die heißen alle irgendwie Jimmy Durante, The Dames, The Dean, keine Ahnung. Das heißt aber That's Life. Ist das Kürbis? Totalen Krieg. Hören Sie nur, was aus uns geworden ist. Steig in den Sportwagen. Samra war richtig? Reicht mir schon. Ja, Digga, Alter. Suno AI Teledin Prompt, keine Ahnung. Ah, Teledin. Mit Capital Bra zusammen. Das ist ein Punkt. Das sind 2 Punkte. Hey, aber ich hab Teledin gesagt! Du! Hey, okay. Es ist so sch. Ich glaube, ich werde hier so abgezogen. Lisa, merkst du das? Nee. Ey, wow, du hast es gemerkt. Ich hab's in deinem Blick gesehen, du hast es gemerkt. Du willst es nicht für mich aussagen. Guck mal, wenn ich dir das aufsetze, dann werden die Gedanken leiser. Warning, this is a toy, does not provide protection. Stell dir mal vor, du gehst so zu einer Baustelle hin und da läuft jemand mit so einem Helm rum. Und dann verklagt er dich, weil er so einen Stein auf dem Kopf hat. Ich möchte das nicht. Was ist das denn? Toll, jetzt hab ich die GEMA auf dem Hals. So, da stand gerade Revi vor meiner Tür, weil ihr wundert euch, dass ich so lange weg war. Revi war gerade da und hat versucht, mich zu würgen, so wie er es bei Rezo gemacht hat. Ich lasse mir sowas aber nicht gefallen. Ich habe Revi gepackt, habe ihn erstmal schön auf den Rücken gelegt und alles andere. Er hat mir versprochen, dass er das nie wieder tun wird. Denn Urin? Es riecht nach Fortnite. Ey, ist so unangenehm. Wieso stelle ich mir das so sehr vor, wie du diesen verf***ten Wikiheim alles und dabei bummst? Wirklich, das ist so scheiße, diese Vorstellung. Hab ich gestern noch gemacht. Ey, ist das ein kleiner Fiebertraum hier. Sollen wir uns alle wieder rein? Sabrina kam da mit Espresso. Sabrina! Samantha Carpenter mit Espresso. Die hat ein Album jetzt rausgebracht, ne? Nicht jetzt promoten, nicht promoten. Nein. Aber doch, aber vielleicht doch. Nimm den Finger runter. Nimm das Album. Ich muss mir jetzt auch gerade Rezo beim Sex vorstellen mit diesem Wikingerhelm, ne? Geht halt auch nicht mehr ohne jetzt. Die gibt mir Geld. Dann mach. Die Sabrina und wir, sie sind so und die gibt mir Geld. Die hat wirklich ein starkes Album gemacht. Ich kotze gleich. Wirklich? Ich muss kotzen. Hey Revi, wenn du krank bist und ich wegen dir krank werde, muss ich dich töten. Ich meine das wirklich ernst. Ich werde schon wieder gesund gerade. Ich werde dich, ja. Ich bin jetzt noch am Wege der Besserung und stecke aber gerade noch Leute an. So geil. Mein Test ist positiv. wie nah er bei dieser Aussage einfach an Rezo dran ist. Das ist einfach das Timing, Alter. Es ist einfach so halb bei Rezo auf dem Schoß, hat ihn so im Arm. Steck Leute an. Ich doppelt. Mein Test ist positiv. Und Rezo guckt ihn einfach nur so an, so. Bruh. Ich bin noch nicht geimpft. Nächste Runde ist wieder ein AI-Song. Boah, jetzt seid ihr aber. Ein Arm auf den Lenker. Feuer. Keine Ahnung, Shireen David mit. Boss, Mama, Bitch, keine Ahnung. Photoshop, ApoRed. Nein, ApoRed mit Babawagen. Ey. Boah, das ist doch alles kein Musik, Digga. Warum denn? Ich möchte dich nicht mehr berühren. Wir machen jetzt gemeinsam Punkte. Hey, hallo? Das Auto fährt weiter. Oh. Das Auto fährt weiter. Stopp, rote Ampel. Kurz innehalten. Grüne Ampel. Weiter. Ja. Luciano und H mit Your is on fire. Bamba? Richtig. Ja? Ja. Oh. Ja. Wie viel Geld gibt's in dieser Show? Wie viel ist für dich viel Geld, ist die Frage. 100.
100.000 Euro. Da geht's los. Also, und darunter stehst du nicht auf. Kann man weniger als 100.000 verdienen am Tag? Es gibt kleinere Beträge als 100.000, frage ich mich. Sie. Wo Arbeiterklasse? Ey, guck mal. Willst du stehen? Hörst du wohl mal auf, willst jetzt du mal von dem Stehen machen? Dass mehr Energie ist? Was, nee. Pass auf. Willst du? Wir können doch das hier festtapen und das hier jetzt im Stehen haben, weil dann ist das auch weiter oben. Digga, wie ich hier umgeräumt habe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mach das kaputt. Wow. Also derjenige, der das geschnitten hat, dem geht's auch gar nicht gut. Oder zu gut. Eins von beidem, aber nichts zwischendrin. Aber das geht doch. Wir können doch jetzt stehen. Ein bisschen mehr Energie, oder nicht? Klar. Süß. Darf ich mal anfassen? Ja. Das ist voll schön. Alle Körper, auch dein Körper. Echt, auch meiner? Ich hab doch auch hier, guck mal. Boah, das ist doch geil. Ja, weiß ich nicht. So geil ist das nicht. Es ist schon... Doch, der ist schön. Das ist, find's gut. Da sind echt viele Haare hier so dran auch. Ich kotze gleich. Nächste. Natascha. Blank Page. Benningfield mit Unwritten. Richtig. Guck mal, wenn ich stehe, dann... Guck mal, bisher habe ich alles richtig gehabt, ne? Das ist der Wahnsinn. Hier wird mein Gehirn besser geblutet. Wie viele Tracks sind's noch? Noch so zwei. Okay, dann geht's jetzt um alles. Die letzten doppelte Punkte. Wollt ihr noch einen Rückwärtssong? Okay, jetzt. Ein Rückwärtssong, vierfache Punkte. Wie heißt, wie geht denn das? Keine Ahnung, wie das heißt. Levels von Avicii. Levels von Avicii. Sag mal, Phil Omos. We got a hangover. Oh, oh. Levels von Avicii. Ich hab da reingehustet, jetzt hast du's. Ich geh weg von dir. Ich geh weg von dir mit Absicht. Mach das doch nicht. Der war gut. Ich stell dir den Rechnung. Du machst mich krank, ich hab Ausfälle wegen dir und dann ist für das noch... Euro wird der anmachen, deinen Schwanz da reinhalten. Immer. Aus den folgenden Szenen können wir auf dieser Plattform leider nur Ausschnitte zeigen. Dass wir, nur, dass sich alle kurz wegdrehen. Ey, aber wenn du in die Mitte deinen reinhältst, dann passiert ja gar nichts. Dann dreht er sich nur ein bisschen und wird so aufgedreht. Ja, dann genau, wird er so aufgedreht. Ich glaube, das ist mein neues Ding. Ich bin nicht Peter Mann, Staubsauger-Fick, weil ich Sebastian Mayer-Ventilator auch geil. Sollen wir den letzten Song machen? Machst du den Buzzer wieder dran? Wo ist der Button? Danach gehen wir alle eine Zigarette rauchen, Chat. Das war auch ein wildes Video. Das Ding ist durch. Wir müssen jetzt einfach... Ja, sonst haut einfach den Ventilator um. Ja, okay, wir hauen den Ventilator um. Das ist... Machen Leben von Sonntag bis Sonntag besonders. Von wegen Comedy Song. Jeremias Sommer. Aber du hast den Ventilator nicht umgeschmissen. Deswegen ist es nur ein... Jeremias, ich und der Sommer. Sommer. Jeremias, ich und der Sommer. Und damit habe ich alle Lieder gekannt. Alles klar. Und Jeremias Sommer und ich. Die finalen Punkte könnt ihr jetzt hier an dieser Stelle sehen. Es war mir eine große Freude, zusammen mit Füller und Reden diese Folge hier zu sehen. Ihr könnt so einmal kurz aufhören, ich kriege hier wirklich Anfälle. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich habe was gelernt und folgt auch den anderen beiden. Hier sind weißt du, stell dir mal vor, ne? Für uns war das jetzt schon, war schon auch schlimm. Aber stell dir vor, du hast einfach das Zimmer nebenan. Willst du Mittagsschlaf machen und du hörst einfach nur, wie drei Typen die ganze Zeit sich würgen und anbrüllen, dass sie sich gegenseitig töten wollen. Verlinkt und auch in der Videobeschreibung auch. Und er macht Musik, er versucht. Digga, ist es nicht eigentlich mein Job, Musik zu kennen? Ja, schon, oder? Eigentlich schon. Eigentlich auch. Als DJ, ja? Okay, wirklich, wirklich wild, ne? Aber werden wir safe auf irgendeinem Kanal klauen? Irgendein Reaction-Kanal wird damit gefüttert werden. Und ihr kommt dann von YouTube auf Twitch rüber, denn hier machen wir jeden Tag Musikquizzes. Tschüss, YouTube.